Hallo, meine Lieben. Und jetzt wieder herzlich willkommen zurück bei Disney Dreamlight Valley. So, ihr seht, es ist ein wenig später heute am Abend, dass ich aufnehme. Ich hatte jetzt einfach mal Lust, noch die letzten bisschen von Dreamlight Valley aufzunehmen. Und von daher würde ich einfach mal sagen, legen wir los. Denn wir haben ja noch die Aufgabe mit Wall-E auf der Lichtung des Vertrauens und im Wald der Tapferkeit nach den fehlenden Seiten des Märchenbuchs zu suchen, damit die kleine Pflanze im Stiefel auch wunderbar wachsen kann. So, ja, dann gucken wir noch mal. Es müssen insgesamt ja, glaube ich, 9 Seiten sein, die wir hier auf den jeweiligen Biomen finden werden. Eine haben wir schon mal. Gucken wir uns mal genau um. Beim letzten Mal wurden wir ja schon so ein bisschen getäuscht, auch alleine durch den Sand, dass es manchmal doch ein kleines bisschen schwierig sein kann, so eine klitzekleine Seite auch zu finden. Hier ist zum Beispiel noch eine. Und da, Nummer 3, jawohl. Gut. Ich gras das jetzt einfach mal so ein bisschen systematisch ab. Ach, guck mal, hier in den Pilzen. Noch eine, Nummer 4. Und hier ist auch eine Seite drin. Nummer 5. 6. Hier ist auch noch eine. 7. Das geht ja gerade wie Brötchen backen. 8. Eine Seite müssen wir noch finden. Die wird wahrscheinlich ziemlich gut versteckt sein. Ich hoffe, oder ich nicht. Aha. Sehr gut. Also an und für sich müssten wir jetzt hier alle haben. Es kann natürlich aber auch sein, dass hier noch ein paar mehr herumspuken. Zum Beispiel hier. Das ist ja eher nur für die Traumscherben. Hier ist auch noch einmal was. Aha. Mensch. Räumen wir ja schon ziemlich gut ab. Aber auf der Insel hier haben wir noch nicht geschaut. Kann natürlich sein, aber ich glaube jetzt, dass eher nur noch weniger. Na gut. Das wären schon mal 11. Dann haben wir jetzt noch im Wald der Tapferkeit auch noch die Möglichkeit, die letzten 8 zu finden. Ne, 7 nur noch, ne? Es sind nur noch 7 Seiten. 7 Seiten, die uns noch fehlen. Dann werfen wir doch einfach mal einen markhaften Blick. Ich zücke auch schon mal mein Telefon, damit ich zur Not auch schon gleich noch ein paar Fotos machen kann, die ich gleich als Thumbnail benutzen kann. Jo, mal gucken, wo könnten hier die sein? Sie könnten in den Baumstämmen sein, sie könnten aber auch nur ganz normal rumliegen, beziehungsweise... Nee, da nicht. Jetzt brauche ich hier doch mal gerade ganz kurz, einfach mal zum Überprüfen. Da liegt doch schon eine Seite und ich habe sie fast nicht gesehen. So. Wunderbar. Hier ist auch eine Seite. Gut. Dann machen wir auch gleich unser Übliches. Nämlich entfernen auch gleichzeitig die Nachtdornen. Kommen wir noch gleich ein bisschen Kohle. Das ist sehr gut. Na, komm her. So. Ich muss mich auch genau umsehen. Ich glaube mal, dass dann nämlich auch noch auf der sonnigen Ebene und auf den eisigen Höhen sich dann auch noch Seiten befinden werden. Davon ist, denke ich mal, auszugehen. Es fehlen nur noch 4. Da hinten sehe ich doch schon noch eine. Und hier ist auch noch eine Seite. Das geht ja wirklich wunderbar. Fehlen nur noch 2 und die müssten dann ein und für sich, glaube ich, hier auf diesem Teil des Bioms sein. Ah, hier schon mal eine Kiste. Da habe ich gleich schon wieder eine
Seite entdeckt. Sehr schön. Und die letzte Seite. Wo könnte sie sein? Könnte auch da hinten noch sein. Achso, das waren nur Äste. Oder sie ist auch hinter der Mini-Casita. Aber nein, hier ist sie nicht. Okay. Oh, wartet mal. Warum sind hier zwei? Eine Seite mehr? Sprich mit Wally. Mensch, wartet mal. Ich gehe mal hier gerade nach oben. Esszapfen? Hier? Warum haben wir jetzt eine Seite mehr? Komisch. Aber na gut. Das hat mich jetzt gerade ein wenig verwundert. Aber naja. Hat jetzt gerade mal 7 Minuten gedauert. Das ging ja doch recht schnell. Es war einfacher als die ersten Seiten. Muss ich jetzt ohne Flachs einfach mal zugeben. So, Ariel, lass du mal mit uns ein Foto machen. So. Wunderbar. Einfach nur mal hier ein kleines Foto, damit wir mal wieder ein passendes, schönes Thumbnail haben. Ganz einfach. So, dann quatschen wir einfach mal mit unserem kleinen Roboter. Und lesen dem kleinen Pflänzchen die Geschichte weiter vor. Kann es auch vielleicht sein, dass wir sie hier vielleicht auch übersehen haben, die eine letzte Seite? Kann sein. Ich bin mir aber auch gerade unsicher. Und wenn, dann haben wir schon mal eine Seite wieder, die wir mehr brauchen. So, Wally. Hui! Genau, die Entstehung der Geschichte. Direktive? Ich habe den nächsten Stapel Seiten, Wally. Oh! Alles klar, Schätze, wir gehen jetzt wieder zurück zu deinem Haus. So, und jetzt sprich mit Wally, um die Pflanze vorzulesen. So. Bitteschön. Oh, es sieht so aus, als kämen wir gerade rechtzeitig. Die arme Pflanze. Oh je. Mal sehen, in unserer letzten Geschichte haben wir etwas über unsere Hauptperson gelernt. Sie arbeitet hart und versucht, ihr Zuhause zu verbessern. Allerdings ist sie sich nur zu bewusst, dass etwas in ihrem Leben fehlt. Oh. Aber lass uns schauen, was als nächstes passiert. Eines Tages wurde der Roboter von einer Vision der Schönheit beglückt. Oh. Sie war glänzend und sauber im Gegensatz zum Roboter, der durch seine Arbeit abgenutzt und verschmutzt war. Der Roboter war verblüfft. So etwas Schönes hatte er noch nie gesehen. Oh, das ist Eve. Oh, süß. Ah. Es fiel nicht schwer, der Vision ein Geschenk, und zwar den seltensten und kostbarsten Schatz zu geben. Dieser Teil ist unleserlich, aber ich denke, das Geschenk ist... ein magischer Ring, ein fantastisches Schwert, eine wunderschöne Blume. Wow. Aber ein furchtbarer Fluch wurde auf die Vision der Schönheit gelegt. Hey, ich lese nur vor, was hier geschrieben steht. Der Roboter weinte, als er sah, dass sein Herz von ihm gestohlen wurde. Nein. Ja, es war ein wenig traurig.
Aber manchmal haben Geschichten auch traurige Seiten, damit der Erfolg noch größer wird. Ja? Ich fürchte, das sind alle Seiten, die ich gefunden habe. Die Pflanze sieht aber schon besser aus. Ich wette, dass sie durchhält, während ich den letzten Teil der Geschichte suche. Direktive! Ich muss sagen, irgendetwas an dieser Geschichte klingt vertraut. So rein zufällig. Ich kann nur nicht genau sagen, was vielleicht... Was? Vielleicht wird es klarer, wenn wir den nächsten Teil finden. Ich werde die sonnige Ebene und die eisigen Höhen als nächstes überprüfen. Vielleicht können wir die letzten Seiten dort finden. Ja! Ja, sag ich doch. Oh, die wächst aber jetzt wirklich schön. Ach, wie süß. So, auf der sonnigen Ebene und den eisigen Höhen, was habe ich gesagt? Das war ja schon fast vorhersehbar. Na schön. Dann geht's jetzt einmal zu der sonnigen Ebene und zu... Das sind, ach, guck, ja, es war tatsächlich eine Seite, die wir jetzt mehr bekommen haben. Das ist ja mal interessant. Dann laufe ich mal zuerst zu der sonnigen Ebene. Und danach geht es zu den eisigen Höhen. Okay. Auf geht's. Ich nehme mir schon mal die Schaufel. Es kann ja gut sein, dass in diesem ganzen Lehm... Oh nein. Ach Gott, ich komme ran. Dass dort natürlich Seiten versteckt sind. Ich hoffe nun jetzt nicht hier hinter, genau hinter dem Höhleneingang zu Ska. Aber ja, ist nichts. Gott sei Dank. So, natürlich. Dann schauen wir mal weiter. Wieder in den Nachtdornen. Es kann auch sein, dass einige in diesen Gazellenskeletten drin sind. 22. Rein statistisch müssten es ja jetzt auf jeder Ebene 11 sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass es auf der einen oder anderen Seite mehr oder weniger gibt. Na komm. Nehmen wir gleich mal Simba. Und den Vogel, auch schön. So. So, dann schauen wir doch mal, dass wir hier auch ein paar Seiten zusammenbekommen. 7 hätten wir schon. Wovon 6 hier auf der sonnigen Ebene waren. Hier sind noch mehr. Ich versuche das Ganze immer richtig schön systematisch abzuarbeiten, damit ich auch ja keine übersehe. Blumen. Hier hinter vielleicht? Nein. Na. Einmal bitte weg mit den Nachtdornen. So. Ach du meine Güte. Oh. So. Mittlerweile bekommt man das schon ziemlich gut hin. Einmal Sojabohnen. Moment. Nein, ich brauche ja hier die Schaufel. So, weg damit. 9 hätten wir schon mal. Das ist gar nicht so schlecht. Auch noch Nachtdornen. Jetzt hätte ich halt gerne die Herausforderung mit gehabt. Entferne Nachtdornen. Das hätten wir in 0, nichts geschafft.
So, jetzt brauche ich erstmal gerade etwas zum Schnabulieren. Süßigkeiten. Ja. So, Zuckerrausch. Kommt es nur, wenn ich Süßigkeiten esse? Oder wie löse ich das aus? Hm. 9 von 22. Umso mehr müssen dann ja rein theoretisch auf den eisigen Höhen sein gleich. Also ich finde jetzt hier gerade keine mehr. Okay. Moment, erstmal hier auf die Karte und dann teleportiere ich mich ganz fix einmal rüber. Dann muss ich nicht den ganzen Weg laufen. So. Na dann, fangen wir mal hier an. Hier ist doch schon eine Seite drin. Ja, wunderbar. So. Okay, die Hälfte hätten wir schon mal. Die werden bestimmt auch hier in den... Ja. In den Eisfelsen sein. Und auch hier herumliegen. Finden sich noch eine. Und hier aber erstmal will ich auch die Truhe mitnehmen. Mit den Münzen. So. 15. Schon mal ein ganz guter Schnitt. Hier ist noch ein, hier sind noch mal zwei Seiten. So. Das glitzert nicht, das hat nur Schnee. 5. Es fehlen nur noch 5. Oh, ein Goldklumpen. Thank you.